Hi ihr Lieben, ich war mit Alfie auch einkaufen bei Fressnapf und habe jede Menge gekauft. Hier dieser ganze Sack ist voll geworden und was da alles drin ist, das wollen wir euch jetzt zeigen. Viel Spaß dabei! Da schauen wir mal rein und gucken, was wir so gekauft haben. Ah, wir haben ein Spielzeug von Anyone gekauft für 6,99 €. Ist ein Katzenspielzeug, weil Alfie so groß ist wie eine Katze. Kaufe ich öfters auch mal Katzenspielzeug. Hält auch super. Alfie ist auch kein Hund, der alles kaputt fetzt und da, ja. Also er ist da friedlich. Schlenkert gerne Sachen durch die Gegend, deswegen gucke ich auch oft, dass ich was finde, was so schlenkert. Und darum Katzenspielzeug. Der macht es wirklich nicht kaputt. Kann ich euch in ein paar Wochen noch zeigen, es lebt dann noch. Ja, deswegen immer mal Katzenspielzeug. Dann habe ich außerdem noch gekauft Klammpanzen. 3,49 € und das sind so Stangen, die sind so groß, getrocknet, stinkt schön, ist gut für die Zähne, ein bisschen was zum Knabbern. Von Natur Pur, Biso Made in Germany. Also von denen habe ich noch nichts gekauft, das probiere ich jetzt zum ersten Mal aus. Mal schauen, wie ihr das findet. Was denn, ist unbequem. Bleib nur mit hier. So. Dann habe ich außerdem noch Hundekotbeutel gekauft, 4x20 Stück für 2,49 €. Verschiedene Farben mit Pfötchen drauf. braucht man, deswegen musste ich neue holen. So, dann Leckerlis haben auch viele gekauft von Chico Rinti. 100% Kaninchenstreifen, die sind so ein bisschen fest, aber auch weich und die schmecken Alfie sehr gut, also er frisst die gern. Ja, kann man nicht viel weiter zu sagen, außer dass ich festgestellt habe, dass ein 10 Kilo Hund 2 Stück am Tag kriegen darf davon. Alfie wiegt nicht mal 5 und kriegt, also er wiegt 3 Kilo. Und kriegt einen. Zwar nicht jeden Tag, also bei mir nicht jeden Tag, aber wenn wir bei meinen Eltern sind, dann schon jeden Tag sicherlich einen. Wenn nicht noch mehr. Dick ist er davon noch nicht geworden. Also nicht nur davon. So, dann habe ich Bonis gekauft. Mini-Bonis. Für 1,99 €. Zwei, also je 1,99 €. Einmal mit Geflügel, einmal mit Rind. Das sind so kleine Knochen. Die nehme ich zum Tricksen, weil die sind weicher. Die kann man dann noch kleiner brechen. Und da kann ich eine ganze Weile tricksen, bis Alfie platzt, weil er zu viel gefressen hat. Die nehme ich dazu gern. Ja, sind tolle Sachen. Ohne Zucker. Und weil wir immer bei den Leckerlis sind, habe ich noch mehr Leckerlis. Und zwar für 2,19 € habe ich von Lokas dieses Hühnchenbrust mit Fisch genommen. Da ist der Fisch in der Mitte, so kleine getrocknete Fische, umwickelt mit Hühnchen. Die frisst Alfie sehr gern, dachte ich am Anfang nicht. Und ich hatte am Anfang auch mal nur diese Fische. Die sind echt eklig. Also ich finde die eklig, weil die haben so Augen. Also, war. Alfie frisst die gern, deswegen gibt es die dann doch öfters mal. Und ich habe gekauft Pfotenpflegebalsam von Pet Balance mit Bienenwachs. So eine kleine Tube, 40 Milliliter. Jetzt für den Winter dachte ich mir, wenn dann gestreut wird und die Pfötchen mit der Kälte und der Nässe und zu kämpfen haben. Probiere ich mal so eine Pfotenpflege aus, mache das immer mal drauf und schaue, ob Alfie dann mit seinen Pfötchen da besser klarkommt und die nicht so rau und spröde und rissig werden. Riecht auch nach Bienenwachs, also jetzt nicht unangenehm, sondern riecht gut.
Probiere ich mal aus. Dann habe ich noch mehr Spielzeug gekauft. Und zwar Quietschebälle von Kong Air Dog. Die gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Das finde ich klasse, dass es da mal was für kleine Hunde gibt. Ich habe diese Größe genommen, weil ich denke, die kriegt Alf gut ins Maul. Die quietschen. Kann man auch gut quietschen. 3,99 €, 3 Bälle. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. So, dann habe ich so einen Rollpop gekauft. Hühnchengeschmack. Von Trixi. Habt ihr schon mal das so ein Teil probiert? Also da ist hier oben so ein Roller drin und dann können die dran lecken, die Hunde. Und dann kommt da so Hühnchensoße raus. Soll den Hund belohnen. 2,99 € hat es gekostet. Ich bin gespannt, wie Alfie es annimmt. Ob es verträglich ist. Mal sehen. Ja. Wäre ja eine gute Alternative zur Leberwurst, würde ich sagen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr diesen Roller-Pop da schon mal probiert? Wie findet euer Hund das? Was haltet ihr von dem Teil? Runter in die Kommentare. Ich freue mich drüber über eure Kommentare. So, dann habe ich außerdem noch gekauft. Hier für 5,49 € ein Entfilzungsshampoo. Und zwar auch wegen dem Wetter, was jetzt kommt. Alfie kriegt dann öfters Unterbodenwäsche. Und dann nehme ich dann ein Shampoo dazu, um das alles sauber zu kriegen, wenn er so viel Schmutz und Salz im Fell hat. Das Salz macht auch, finde ich, filzt das Fell schneller. Darum ein Entfilzungsshampoo. Ich hatte das schon letztes Jahr. Bin davon begeistert, weil es wirklich entfilzt oder entfitzt. Und Alfie hat es oft unter den Armen, weil da das Geschirr sitzt und dann eine Jacke, wenn er eine anhat, wenn es sehr kalt ist. Und durch das Salz das dann irgendwie und langes Fell und ach, Langhaarhunde kennen das bestimmt. Ich finde es gut, das Shampoo, und deswegen habe ich es mir wieder geholt. Und auch noch für die kalte Jahreszeit und dunkle Jahreszeit ein Leuchthalsband. Ich habe ein Leuchthalsband, aber das ist sehr groß und sehr schwer. Und das geht an, wenn ich es rumdrehe oder wenn ich es vom Haken nehme, geht es sofort an. Und wenn ich mal zu meinen Eltern fahre und dann da abends gehen will, kann ich das nicht mitnehmen, weil sonst leuchtet es den ganzen Tag oder die ganze Fahrt über in meinem Auto. Und es ist eine Stunde Fahrt. Ja, und deswegen habe ich mal eins gekauft, was man an- und ausschalten kann. Das hat drei Leuchtfunktionen sozusagen, blinkend und leuchtend. Das leuchtet grün, ist über USB aufzuladen, hat eine Leuchtdauer von 5 bis 8 Stunden, je nachdem, ob es blinkt oder dauerleuchtet, und 500 Meter Sichtweite. Laut. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, kann man kürzen. Spritzwasser geschützt. Ein einfaches Leuchthalsband. Und zu guter Letzt habe ich außerdem noch einen Furminator gekauft. Für 6,99 €. Bleib hier. Ein Hundebademantel. Auch für die kalte und nasse Jahreszeit. Da kommt Alf ja doch öfters mal nass nach Hause. Und um ihn dann ein bisschen warm zu halten, habe ich gedacht, nimmst du meinen Bad, kaufst du meinen Bademantel. Also ich föhne Alf immer, also er mag das auch, aber er ist immer ein bisschen klamm dann noch und feucht. Und darum dachte ich mir, ist besser, wenn er was anhat. Ich wicke ihn auch sonst immer eine Decke, aber hier kann er sich dann frei bewegen, wie er will. Sieht schick aus, passt. Habe ich gedacht, nehme ich mit, ist bestimmt praktisch. Nicht nur jetzt im Winter, sondern auch, wenn man mal mit dem Auto irgendwo ist und er muss eingepackt werden. So. Das war also unser Shopping-Tour durch Fressnapf. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr öfters mal solche Videos sehen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ciao.